ACS64-Einführung. Und damit begrüße ich euch schon mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im TSW im Train Sim World. Und wir sind in einem ganz neuen Update, gerade erschienen in New York fahren wir diesmal. Also ein bisschen nochmal ein Abstecher nach Amerika. Es gibt ja schon eine Amerika-Karte, die ich aber noch gar nicht auf dem Kanal getestet habe. Aber wir fahren jetzt durch New York. Und ich habe mir gedacht, bevor wir hier die Lok uns anschauen, also ja, in Fahrhaus einsteigen, was er von uns möchte, gucken wir uns ein bisschen die Wagen an und so. So, betreten Sie den Führerstein und Kabinentür, das machen wir gleich. Wir wollen jetzt erstmal ein bisschen Zug angucken, hätte ich jetzt gedacht. Das finde ich immer ganz schön. Da haben wir ja ein bisschen Zeit auch für. Lass uns einmal ganz ein paar den Zug angucken. Ich bin jetzt nicht so... Das erinnert mich irgendwie an Community, falls das jemand kennt, mit Liam Neeson. Habe ich vor kurzem erst gesehen im Film. Konnte ich empfehlen, läuft glaube ich nicht mehr im Kino. Wollte ich erst sogar einen Vlog zu machen, habe ich aber, also, beziehungsweise meine kleine Meinung zu sagen, habe ich aber gar nicht gemacht. Aber das erinnert mich so ein bisschen daran, hier an die Pendlerzüge von Liam Neeson. Dann kommt der bestimmt auch gleich irgendwo um die Ecke und schreit: Wo ist meine Familie? Das muss in jedem Liam Neeson-Film dran sein. So, also wir. Gucken uns jetzt mal hier in dem New Yorker Zug um. Sehr geil hier mit einem kleinen Bordbistro. Leider hier gerade kein, bei dem wir was bestellen können. Gibt's nichts zu essen im Moment. Schade eigentlich, oder ein Kaffee. Aber der Zug ist ja auch leer. Wir haben also hier eine Leerfahrt. Ein bisschen durchgehen. Ich glaube, die Wagen unterscheiden sich auch nicht mehr groß. Ist das hier Economy Class? Welche Klassen gibt es hier denn alles? Haben wir noch eine erste Klasse? Ist das hier, ist auch alles Economy? Economy ist ja eigentlich normal. Das ist die normale Klasse. Hier mit dem Pendlerzug, das erinnert mich wirklich stark daran, hier an Commuter. Das einzige, glaube ich, das war kein lokbespannter Zug. Ich glaube, der war dann nur, kann ich hier raus? Kann ich nicht, schade. Naja, und man kann das hier aufmachen, das finde ich immer cool. Wenn man hier rausgucken kann, so bei der Fahrt, geil. Ich frage mich, ob das eine Realität auch ist, dass man das während der Fahrt einfach machen kann. So, weil dieses Ende erinnert mich schon sehr wieder an Commuter. Weil die haben nämlich auch, aber der sah noch ein bisschen anders aus, der Pendlerzug in dem Spiel. Da war hier so an der Seite so ein Fenster. Und du konntest halt, der hatte keine Lok, war nicht lokbespannt. War sozusagen ein Triebwagen. Und oftmals diese amerikanischen Triebwagen sehen auch genauso aus, so ein Wagenende. Und dann sitzt halt hier irgendwo ein Fahrer. Und der Schwester gesagt, der steht. Und sitzt da nicht. So, lass uns doch mal durch den Zug laufen. Und dann auch genug Zug angeguckt. Das finde ich immer aber ganz schön, als wenn man am Anfang... Cooler Türsound. Wenn man sich am Anfang nochmal ein bisschen den Zug anguckt, weil ich mich, wie gesagt, den amerikanischen Zug kenne ich jetzt auch nicht so. So viel konnte ich da nicht zu sagen. Zum Talent 2, den kenne ich ja sogar auf der Leipzig-Karte. Den werden wir uns auch nochmal wieder fahren. Aber jetzt werden wir uns ein bisschen ums neue Update kümmern. Und ich habe auch noch eine Folge, die ich versprochen habe, von der englischen Strecke. Aber keine Sorge, wir werden auch wieder irgendwann Leipzig fahren. Ist auch geplant. Aber wie gesagt, jetzt erstmal das neue Paket. Darauf freue ich mich auch schon. Und ich hoffe, man sieht sogar die eine oder andere Sehenswürdigkeit von New York. Ich würde mich nämlich freuen, wenn wir zumindest so die bekannten Stationen anfangen können. Ich kenne mich nicht super in New York aus. Zum Beispiel wie die Central Station oder die Penn Station oder sowas. So, hier geht es leider nicht in die Lok. Kriegen wir leider nicht hin. Dann müssen wir hier mal die Tür wieder zumachen. Und wir können, glaube ich, sogar hier durchlaufen, ne? Ja, doch nicht, lässt er uns nicht. Schade. Das Spiel lässt uns nicht. Weil ihr werdet gleich sehen, ich habe nämlich schon mal ganz kurz reingeschaut, man kann sogar da reingehen. Also ich habe nur ein paar Sekunden angespielt, aber testen, ob alles funktioniert. Aber das Tutorial beendet habe ich zum Beispiel noch nicht. Das machen wir jetzt gemeinsam. So, wir sollten uns hier hinstellen. Das tun wir. Und jetzt geht's auch richtig los. Aber, wie gesagt, ich will den Zug eigentlich immer noch ganz gerne am Anfang mal zeigen. Wir haben auch Güteraufträge auch in dem Szenario mit. Ich meine, es gibt ja schon ein paar Güterloks aus der anderen Strecke. Deswegen, vielleicht können wir die sogar auch nehmen. Das weiß ich gar nicht, was wir dafür welche brauchen. So, aber normalerweise sollten die dabei sein, die Loks. So, wir klicken mal auf den Batterieschalter. 5 Sekunden müssen wir den halten, dann ist die Batterie auch schon an. Sehr schön, Batterie einschalten, das sollten wir als erstes machen. Und jetzt kommt nämlich das Interessante, was es bei den anderen Loks nicht gab, beziehungsweise bei den lokbespannten Zügen in Leipzig gab es ja gar keine, in dem Sinne Lok, waren ja Triebwagen, der Talent 2. Ja, auf jeden Fall in England geht das nicht, hier so in diesen Mittelraum zu laufen, was ich aber sehr geil finde, sehr cool. Wir müssen das hier sogar, um den Stromabnehmer zu heben. Bisschen aufwendig, aber irgendwie ist das auch cool, wenn man immer so da hinten hinlaufen muss, um den Strom nicht mehr zu heben.
Wir sollten uns jetzt wieder zurück in die Lok begeben. Lassen wir uns doch wieder durch. Hallo? Hey! Danke, wollte schon sagen. Eingesperrt in der Lok. Auch schön. Dann in den Fahrersitz einmal Platz nehmen. Ist auch sehr bequem. Hier ist das Leder, keine Ahnung. Wäre ja schon ganz schön. Sitzt ja so ein Lokführer schon etwas länger drin. So, was sollen wir machen? Heben Sie den Stromabnehmer, das machen wir hier rüber. Einmal rausgucken, da sieht man, wie er gehoben wird. Das wollte ich mir jetzt gerade nochmal ganz kurz angucken. So sieht er übrigens von vorne aus im Solok. Sehr, sehr cool mit diesen runden, typischen amerikanischen Wagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, dann müssen wir jetzt das MCB Windfield auf geschlossen stellen. Was auch immer das ist. Da stand gerade eine Beschreibung. Wer wissen will, was ist, kann er kurz zurückschauen. Das stand links in Beschreibung. Stellen Sie das Zugspitzensignal auf hell. Ja, das sollten wir tun. Es ist so dunkel schon, dass wir es auf hell schalten sollen. Naja, solange es niemand blendet. So, was sollen wir jetzt machen? Warnlichter ein. Ja, die Warnlichter sind ja in Amerika, nutzt man die öfter. Blitz. Die ganzen Einstellungen will ich später auch nochmal durchspielen, was sie alles bringen. Ständig ist ein Fahrtrichtungswender auf vorwärts, das kennen wir aus Europa auch. Fahrtrichtungswender immer vor Leistung aufschalten. Jo, das machen wir. Fahrtrichtungswender nach vorwärts. Sehr schön. Dann würde ich sagen, Leistung aufschalten. Können wir auch gleich schon, oder? Sollen wir jetzt noch was anderes machen? Um loszufahren zu können, automatisch die Bremse lösen. So, ja, genau. Das können wir auch hier machen, vermutlich. Ja, der lässt uns. Bremse lösen. Und jetzt, warten wir noch einen kleinen Moment. Was ist unser nächster Befehl? Können wir schon losfahren? Ah, wir sollen zweimal pfeifen. Das war jetzt aber zweimal, oder? Oder zweimal tief? Hallo? Normalerweise sollten Sie es wissen, die haben doch gleich einen Hörschaden da draußen am Bahnsteig. Ich fahr los, ne? Also für alle, die es noch nicht gemerkt haben, ich fahre los. Ich fahr los. In tief und hoch. Ist das jetzt ein Bug? Wir können das auch im Rhythmus der... Aber wir können uns da vielleicht nochmal von außen angucken. Hier, das sieht nämlich sehr geil aus, wie das hier blinkt. Finde ich echt ganz cool. Und jetzt blinkt es auch nicht mehr. Könntest du bitte jetzt akzeptieren, dass ich gerade das Signalhorn mehr als 20 Mal... Ich lade zweimal kurz, ne? Vielleicht brauchen wir so eine gewisse Länge. So, eine Sekunde. Oder müssen wir vielleicht länger? Hallo? Dieses Klingeln ist auch üblich für amerikanische Züge am Anfang. Wäre schön, wenn wir jetzt mal weitermachen können, ne? Signal und zwar bestätigen, das haben wir gemacht, Kollege. Ich würde jetzt gerne eigentlich... Nach rechts können wir nicht. Also wirklich wissen, warum ich jetzt hier nicht vorankomme, weiß ich jetzt auch nicht. Wir können auch eine Melodie spielen. Ne Entchen schwimmen... Ist das jetzt ein Bug? Lässt du mich jetzt mal weiterfahren? Okay. Proben wir nochmal. Jetzt hat er. Okay. So, schalten Sie nun Leistung auf. Das machen wir. Leistung auf 40%. Hat ja gedauert, bis er kapiert hat, dass ich hier 20.000 Mal das Horn gedrückt habe. Ich habe mir schon gedacht, dass ich das zu oft hintereinander gemacht habe, dass er es dann nicht mehr akzeptiert hat. Deswegen sollte ich wahrscheinlich nochmal weggehen und das aber neu machen. Dann geht es nämlich. So, Leistung aufschalten. Auf 42%, über 40. Deswegen. Und jetzt nochmal 65 km/h bzw. 40 mph schnell werden. Wir messen ja wieder in mph. Die Amerikaner mit ihren Meilen. Aber die Briten haben es ja auch.
So. Dann geht's langsam weiter. Müssen wir jetzt echt warten, bis der bei 40 beschleunigt ist. Das dauert nämlich ein bisschen. Dazu können wir uns vielleicht ja ein bisschen umschauen hier. Wie das Ganze so aussieht. Wie gesagt, TSW wie immer sehr schön. Meiner Meinung nach. Aber irgendwie ist hier nicht viel Verkehr. Ne? Da oben auf der Autobahn, war das eine Autobahn? Ist auch nichts los, ne? Können wir das Ende? Ne, können wir nicht gucken. Wir können es aber hier, gibt es dann irgendwie eine Perspektive ran, Vorbeifahrperspektive, genau hier. Weil auf 40 beschleunigen kann der von alleine. Oh, wir haben ein gelbes Signal. Aber trotzdem werde ich jetzt eiskalt durchbeschleunigen. Ha! Gegen das gelbe Signal an. Das Problem ist nur, wenn danach ein rotes kommt und wir dann nicht mehr pünktlich für das Szenario zum Stehen kommen, wäre es ein bisschen doof. So. Ja, wir sind doch bei den 40 jetzt. Oh, wir sollen auf Leerlauf schalten, ja? Wir sollten uns beeilen, dass wir nicht dann in das rote Signal da hinten reinrauschen. Und jetzt sollen wir bremsen. Ja. Bremsen. Wenn du mich mal lässt. Das wird verdammt knapp, ne? Das rote Signal da hinten. Das wird echt verdammt knapp. Ja, ich bremse ja schon. Ja, war das schon schaffen, da runter zu bremsen? Vor dem sind noch, das schaffen wir noch locker. Der bremst sogar ganz gut, finde ich. Ja. Und ich glaube, dann haben wir unsere erste kleine Aufgabe schon geschafft. Hier, das ist ja immer nur so eine kleine Einführung. Und das dachte ich, das ist immer noch ganz schön, wenn man den dann immer noch so am Erscheinungsdatum raushaut. Und wir sehen uns dann in den nächsten Tagen. Ich kann nicht versprechen, dass morgen die nächste Folge kommt von der Strecke. Mit der nächsten Folge. Mal gucken. Ich habe ja auch noch einiges anderes Interessantes. So, damit ist unser Szenario abgelaufen. Wie gesagt, ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut und tschüss.